Hallo und herzlich willkommen zu diesem Performance-Video. Hier geht es nicht nur um meine Performance. Ich werde auch reflektieren, wie ich diesen Markt dieses Jahr eingeschätzt habe und wie ich meine Strategie umgesetzt habe. Dementsprechend geht es auch nicht nur um Bitcoin und Aktien, sondern zum Beispiel auch um Dinge, in die ich nicht investiert bin, wie zum Beispiel Immobilien, Gold, Silber und Altcoins. Deswegen gibt es automatisch auch meine Learnings mit dazu und ein bisschen Mindset. Wenn es dir gefällt, dass wir so transparent sind, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Fangen wir an mit Bitcoin. Ich denke, das wird die meisten von euch interessieren. Um meine Performance zu verstehen, müssen wir uns erstmal den Plan anschauen. Ich habe Ende 2020 ein Kursziel von 174.000 im September 2021 berechnet und bin danach wieder davon ausgegangen, dass wir einen Bärenmarkt sehen bis zu einem Boden von ungefähr 37.000. Ihr seht schon alleine daran, dass ich hier an diesem Video nicht schönigen werde. Alles, was ich falsch mache, werde ich hier in diesem Video nochmal reinpacken, einfach damit ihr vernünftig einschätzen könnt, wem ihr hier gerade zuhört. Aufgrund dieser Berechnung habe ich mir folgende Strategie überlegt. Ich wollte hier Ende 2020, Anfang 2021 so lange kaufen, bis wir den Preis von 37.000 erreicht haben. Danach wollte ich einfach nicht mehr kaufen. Und dann, sobald wir wieder am Bärenmarkt sind, wollte ich hier unten wieder kaufen. Wir wissen alle, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Bullenmarkt war insgesamt eine absolute Enttäuschung. Ich war ja auch nicht der Einzige mit relativ hohen Zahlen. Damals habe ich tatsächlich noch gedacht, dass 174.000 relativ pessimistisch sind. Trotzdem habe ich diese Strategie beibehalten und habe im Jahr 2021 insgesamt einen Durchschnittspreis gehabt von ungefähr 33.000, gerechnet in US-Dollar. Das letzte Mal, wo ich ein Video gemacht habe, das war hier im Dezember 2021. Da waren wir ungefähr bei 49.000 Dollar und da hatte ich eine Performance von ungefähr plus 50%. Das lag natürlich vor allem daran, dass ich hier oben nicht gekauft habe. Anfang 2022 sind wir wieder unter die 37.000 gekommen. Hier habe ich allerdings nicht nachgekauft, weil ich mir vorgenommen habe, nur noch zu kaufen, wenn ich meinen Durchschnittspreis weiter nach unten drücken kann. Meinen Durchschnittspreis bei Bitcoin haben wir dann ungefähr im Mai nach unten durchbrochen. Allerdings habe ich hier das erste Mal den Fall gehabt, dass mir technische Analyse weitergeholfen hat. Denn hier habe ich ganz klar gesehen, dass Bitcoin hier eine Schwäche zeigt. Die 30.000 hat als Unterstützung kaum hergehalten und der Verkaufsdruck war immer noch relativ groß. Deswegen bin ich hier davon ausgegangen, dass wir wenigstens noch auf 25.000 fallen werden. Dann kam dieser Terra Luna Crash und wir sind hier deutlich tiefer nochmal gefallen, sogar auf unter 20.000, was mich zu dem Zeitpunkt noch überrascht hat. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass die 20.000 als Unterstützung deutlich mehr Stärke zeigt. Nichtsdestotrotz habe ich dann hier angefangen wieder zu kaufen, bei unter 20.000 und konnte dadurch meinen Durchschnittspreis von 33.000 auf 26.500 drücken. Ende September ungefähr habe ich dann beschlossen, dass ich hier nicht mehr weiter kaufen werde und dass jetzt meine Kaufgrenze ungefähr bei 18.000 liegen wird. Das war auch ungefähr der Zeitpunkt, wo ich meinte, dass die meisten Leute eigentlich viel zu pessimistisch sind, denn hier waren Kursziele von 10.000 bis 12.000 schon in aller Munde und das hält ja auch bis heute noch an. Mit dem FTX-Crash habe ich tatsächlich direkt wieder gekauft und habe meinen Durchschnittspreis auf 24.300 runterdrücken können. Für den Fall, dass das jetzt hier der absolute Tiefpunkt dieses Bärenmarktes ist, habe ich jetzt eine Abweichung zu meinem Durchschnittspreis von ungefähr plus 61%. Mit diesem Durchschnittspreis bin ich auch absolut zufrieden, also ich denke nicht, dass ich da groß meckern kann. Wenn wir uns jetzt die Performance anschauen, ich habe im Jahr 2021 ungefähr plus 50% gehabt bei einem Preis von 49.000. Und wenn ich jetzt nur das Bitcoin-Vermögen aus dem Jahr 2021 betrachte, dann hätte ich hier eine Performance von minus 67% bei einem Preis von 16.000. Dadurch, dass ich aber nochmal nachkaufen konnte, habe ich insgesamt jetzt eine Performance von ungefähr minus 36%, was für einen volatilen Markt wie Bitcoin keine große Sache ist. Hier ist mir aber auch aufgefallen, dass hier natürlich eine wahnsinnig große Diskrepanz zwischen diesen beiden Zahlen besteht. Und hier habe ich so ein kleines Learning mitgenommen, denn ich habe mir überlegt, wenn das investierte Vermögen noch relativ klein ist gegenüber dem Cashflow, den man hat, dann sind diese Verluste einfach leichter verkraftbar, weil man einfach effektiver nachkaufen kann. Wenn das Vermögen aber groß ist, dann ist das mit den Verlusten nämlich eine ganz andere Sache. Dann hätte ich diese minus 67% einfach hinnehmen müssen. Ich hätte natürlich auch dann nachkaufen können, aber dann hätte das Nachkaufen keinen so großen Effekt gehabt und ich hätte das vielleicht auf minus 55% oder so drücken können, je nachdem wie groß das Vermögen ist. Ich denke also, dass für Leute, die sehr vermögend sind, dass man hier einen sehr psychologischen Faktor mit berücksichtigen muss. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie ich damit klarkomme, wenn ich dann mal an diesen Punkt gekommen bin. Denn eigentlich könnte ja auch jemand, der sehr vermögend ist, sagen, ja gut, dann habe ich halt minus 67%, aber ich habe ja immer noch genug. Kommen wir jetzt zu Aktien, besonders Emerging Markets und China. Wir sehen jetzt hier den Hang Seng. Das ist ein chinesischer Index und China ist ja übergewichtet in den Emerging Markets. Deswegen schaue ich hier immer sehr stark auf China, auch wenn Emerging Markets natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist.
schien das in den letzten Jahren relativ schlecht gelaufen und ich habe hier Ende 2021 gesagt, dass ich hier durchaus noch Abwärtspotenzial sehe, aber schon ein deutlich größeres Aufwärtspotenzial. Trotzdem würde ich hier auf ein Umkehrsignal warten und das kam auch relativ früh im Jahr 2022. Kurz danach habe ich auch angefangen, dann Emerging Markets Aktien zu kaufen. Tatsächlich ging das hier nochmal deutlich tiefer, als ich das gedacht hätte. Deswegen habe ich hier nochmal meine Sparquote erhöht und hier haben wir dann auch nochmal ein Umkehrsignal gesehen. Man muss hier aber auch dazu sagen, ich habe hier ein bisschen spekuliert auf ein Ende der Null-Covid-Politik in China und außerdem war ich der Meinung, dass billiges Gas aus Russland wegen des Ukraine-Kriegs die chinesischen Aktien vielleicht auch noch ein bisschen beflügeln könnte. Wenn man sich das jetzt hier insgesamt anschaut, das ist der ETF, den ich gekauft habe. Wir haben ziemlich genau hier angefangen mit einem Sparplan. Wir haben ungefähr hier im dritten Quartal die Sparquote erhöht und jetzt sind wir inklusive Dividende bei ungefähr minus 4%. Man könnte also sagen, eigentlich ist es plus minus null, weil das macht jetzt nicht so viel aus. 4% kann locker in einer Woche oder in einem Monat wieder reingeholt werden. Ich bin mit der Performance für meinen Aktien-ETF auf jeden Fall zufrieden, denn minus 4% sind für mich jetzt keine große Sache. Das kann locker schon in einer Woche aufgeholt werden. Besonders freut mich aber, dass ich die Sparquote erhöht habe und dadurch einen regulären Sparplan outperformt habe. Zu guter Letzt habe ich auch noch ein bisschen Einzelaktien mit meiner Frau zusammen gekauft. Ich möchte hier an der Stelle auf jeden Fall erwähnen, dass das unter 1% von unserem Gesamtportfolio ist, weil Einzelaktien immer ein bisschen riskanter sind. Bei beiden sind wir im Plus, bei plus 4% und plus 24%. Das heißt, wir haben insgesamt ungefähr plus 12%, weil diese Aktie in der Rechnung weniger ausmacht. Für diejenigen, die hier schon ein bisschen länger auf dem Kanal unterwegs sind, ich habe diese Aktien Anfang Oktober gekauft. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich meinte, wenn man noch gar keine Aktien hat, dann wäre das jetzt zum Beispiel ein sehr guter erster Einstiegspunkt. Ich habe in diesem Video ein paar bullische Divergenzen gesehen und ein paar andere Umkehrsignale. Außerdem habe ich letztes Jahr, also Ende 2021, gesagt, dass ich All Country World eher als neutral ansehe und dass ich da eher davon ausgehe, dass wir uns entweder seitwärts oder abwärts bewegen. Ab Ende Q1, Anfang Q2 2022 war ich bei Aktien dann ein bisschen bärischer eingestellt, einfach durch die Zinserhöhung der Federal Reserve. Und wenn ich das jetzt als Gesamtperformance von 2021 bis 2022 ansehe, dann würde ich sagen, habe ich das super eingeschätzt. Damit bin ich absolut zufrieden. Mit meiner Einschätzung des Bitcoin-Marktes bin ich überhaupt nicht zufrieden, weil ich gerade Anfang 2022 immer noch viel zu lange zu bullisch unterwegs war. Erst als wir auf die 30.000 runtergefallen sind, habe ich diese Schwäche erkannt, war ganz kurz bärisch und dann waren wir ja schon direkt in der Bodenbildung mit drin. Ich bin bis heute neutral. Ihr wisst, ich habe eine Bitcoin-Bodenanalyse gemacht. Da bin ich der Meinung, dass wir zu 55% den absoluten Tiefpunkt bereits gesehen haben. Aber wir sind immer noch in der Bodenbildung und die kann auch in den nächsten 3 bis 6 Monaten weitergehen. Langfristig bin ich auf jeden Fall bullish bei Bitcoin, gar keine Frage, aber aktuell ist es einfach noch eine Geduldsprobe. Insgesamt bewerte ich also meine Einschätzung zum Bitcoin-Markt als neutral, gerade weil Anfang 2022 einfach nicht so super war. Vielleicht ist das aber auch Jammern auf hohem Niveau, denn sowohl bei Bitcoin als auch bei den Aktien-ETFs habe ich einen ganz normalen Dollar-Cost-Average-Sparplan absolut outperformed. Ich habe das sogar mal ausgerechnet, wenn ich einen ganz normalen Sparplan bei Bitcoin gemacht hätte und das im selben Zeitraum jeden Monat investiert hätte, dann hätte ich jetzt von meinem aktuellen Bitcoin-Bestand 25% weniger. Deswegen kann ich an der Stelle auch nicht sagen, dass die Art und Weise, wie ich Bitcoin analysiere, super schlecht wäre. Vielleicht bin ich hier auch ein bisschen zu kritisch. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben, wie du das Ganze siehst. So, Emerging Markets ETF, da bin ich bullish. Auch hier habe ich wieder den normalen Sparplan outperformed. Trotzdem bewerte ich das jetzt erstmal mit neutral, denn wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht. Wir haben zwar jetzt beim Hang Seng auch so eine Umkehrformation gesehen und es geht auch gerade wieder so ein bisschen aufwärts, aber wir haben ja, wenn man sich die makroökonomische Lage ansieht, immer noch ein hohes Zinsniveau und dementsprechend kann es auch noch tiefer fallen. Solange man hier an der Stelle noch nicht verkauft und nicht weiß, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, kann man diese Bewertung eigentlich noch nicht so wirklich vornehmen. Allgemein kann man eigentlich auch sagen, dass sowas wie Aktien und Bitcoin muss man ja relativ lange halten. Um da vernünftig bewerten zu können, wie man den Markt einschätzt, muss man das eigentlich langfristiger sehen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich Cash. Bargeld ist eigentlich auch eine Investition, auch wenn das der eine oder andere nicht wahrhaben möchte. Und 2021 war ich hier ganz klar bärisch eingestellt und 2022 war ich mir da nicht so sicher. Der entscheidende Punkt war eigentlich die Inflation. Man wusste nicht, inwieweit diese Inflation noch weiter ansteigen wird. Das dürfte schon der eine oder andere wieder vergessen haben. Auf jeden Fall wollte ich lieber in irgendwelche Sachen investieren, als Cash zu halten. In der Rückblende betrachtet muss man sagen, dass Cash King war im Jahr 2022, denn viele Märkte sind wirklich nach unten gegangen und hier hätte man sehr gut nachinvestieren können. Hier habe ich wieder den Vorteil, dass ich noch nicht so viel investiertes Vermögen habe. Trotzdem muss man hier ganz klar sagen, dass das eigentlich eine Fehleinschätzung war. Und hier kommen wir zu diesem Mindset-Punkt, hätte, hätte, Fahrradkette.
Das ist ein Phänomen, was ich bei meiner Frau immer wieder beobachte. Die Leute schauen von der Gegenwart in die Vergangenheit, nennen es Reflexion und sagen, naja, wenn ich hier die Cashquote erhöht hätte, dann hätte ich hier richtig gut einkaufen können. Tatsächlich ist das aber keine vernünftige Reflexion. Eine Reflexion ist es immer nur dann, wenn du Learnings aus der Vergangenheit in die Gegenwart reinziehen kannst. Wir hatten eine hohe Inflation bei schlechten Wirtschaftsverhältnissen. Du kannst in diesem Moment gar nicht wissen, wie der Markt insgesamt darauf reagieren wird. Denn in der Regel gibt es eine hohe Inflation immer nur dann, wenn der Markt richtig gut läuft. Und das war letztes Jahr nicht so. Deswegen bringt diese Denkweise, wenn ich hier die Cashquote erhöht hätte, überhaupt nichts. Du musst dir eigentlich nur überlegen, was kann ich aus der Vergangenheit lernen für die Gegenwart. Und hier ist absolut fraglich, ob wir so eine Situation überhaupt nochmal irgendwann sehen werden, jedenfalls in unserer Lebenszeit. Tatsächlich hätte das hier auch ganz anders laufen können. Rein theoretisch ist es ja möglich, dass Privatinvestoren ganz viel Cash zurückhalten und bei weiter steigender Inflation in die Märkte reingehen, sodass wir hier eine Aufwärtsbewegung sehen können. Ich glaube jedenfalls, dass sich hier relativ viele Menschen immer wieder selbst reinlegen und dass das hier absolut nicht hilfreich ist. Man muss wirklich immer überlegen, was kann ich aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen oder beziehungsweise für die Zukunft. Alles andere ist einfach nur Zeitverschwendung. So viel zu den Investments, die ich getätigt habe und wie die gelaufen sind. Jetzt schauen wir uns die Sachen an, in die ich nicht investiert habe, wo ich aber letztes Jahr trotzdem Feedback gegeben habe, wie ich die ganze Sache sehe. Erster Punkt, Immobilien. Ich habe Ende 2020 gesagt, dass ich hier eine Blasenbildung sehe und 2021 habe ich das genauso gesehen, auch wenn hier die Preise nochmal gestiegen sind. Aktuell sehen wir, dass hier eine Trendumkehr stattgefunden hat. Wir sehen, dass es hier schon mal ein bisschen nach unten gegangen ist. Auch wenn die Daten jetzt hier noch nicht aktuell sind, gehe ich davon aus, dass wir auch in den letzten Monaten hier noch ein bisschen weiter nach unten gegangen sind. Das heißt, meine Theorie von fallenden Immobilienpreisen, die geht erstmal auf. Trotzdem kann man jetzt noch nicht sagen, dass ich hier auf jeden Fall den richtigen Riecher hatte. Deswegen bewerte ich das Ganze erstmal noch mit neutral, einfach weil ich noch nicht weiß, ob die Preise noch mal so tief fallen werden, dass wir die Preise von 2022 oder von 2021 unterbieten. Das Ganze können wir erst in 3 oder 4 Jahren vielleicht bewerten. Zweiter Punkt: Gold, Silber und Altcoins. Schauen wir uns zuerst Gold an. In dem Jahresausblick für 2022 war ich irgendwie der Meinung, dass es erst bärisch und dann bullisch sein wird, habe das im Video aber überhaupt nicht begründet. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich dabei gedacht habe, denn es erschließt sich mir überhaupt nicht, warum es hier Anfang 2022 unbedingt bärisch sein muss und danach bullisch. Als Learning für mich auf jeden Fall immer alles gut begründen und im Notfall halt auch einfach mal aufschreiben. Das werde ich hoffentlich in dem Video nächste Woche ein bisschen besser machen. Da werde ich natürlich auch wieder einen Jahresausblick für 2023 geben. Aber weil ich es eben auch nicht begründet habe, kann ich das natürlich jetzt hier an der Stelle auch nicht vernünftig reflektieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, und dabei bleibe ich auch, in Gold sollte man investieren, wenn man in Bitcoin nicht investieren möchte, weil das aus meiner Sicht eine ganz gute Alternative ist und gerade die älteren Marktteilnehmer, die sind wahrscheinlich eher in Gold investiert als in Bitcoin. Damit kommen wir zu Silber. Bei Silber hatten wir hier nach dem Corona-Crash eine ordentliche Aufwärtsbewegung und 2021 so eine klare Seitwärtsbewegung. Ich weiß, dass ich Ende 2021 ungefähr hier mehrere Videos dazu gesehen habe und mehrere, vor allem technische Analysten, haben gesagt, ja, das ist ja hier eine ganz klare Bullenflagge. Ich habe das zu dem Zeitpunkt stark bezweifelt, weil dieses Muster ja eigentlich nur durch den Corona-Crash entstanden ist. Wenn man sich das ein bisschen längerfristiger anschaut, dann ist es hier eine ganz seichte Aufwärtsbewegung und deswegen habe ich hier nicht an den großen Move nach oben geglaubt. Tatsächlich ging es dann hier auch erstmal eher ein bisschen abwärts, bevor es dann wieder aufwärts ging. In den letzten Wochen hat sich Silber ziemlich stark gezeigt. Insgesamt haben wir jetzt eine Jahresperformance von ungefähr plus 1%. Ist deutlich besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Und es hat auch Gold für dieses Jahr wenigstens outperformed. Und dann zu den Altcoins. Bei den Altcoins war ich im Großen und Ganzen eher pessimistisch. Ich habe letztes Jahr in dem Jahresausblick gesagt, dass es vermutlich einige Altcoins gibt, die Bitcoin outperformen werden. Und ich bin mir sicher, die gab es auch. Aber ich meinte auch, viel Glück, wenn du die rausfinden willst. Jedenfalls haben wir ja jetzt gesehen, dass es wirklich nicht so gut gelaufen ist. Und die Bitcoin-Dominanz ist immer ein sehr guter Indikator dafür, wie Altcoins laufen. Man muss hier aber dazu sagen, dass die Bitcoin-Dominanz die Stablecoins mit beinhaltet. Und die machen relativ viel im Kryptomarkt aus. Das heißt, wenn das hier in dieser Art steigt, dann steigt es eigentlich deutlich stärker, als es hier aussieht. Benjamin Cohen hat dazu auch ein paar Videos gemacht, wo er das ein bisschen rausrechnet. Falls euch das interessiert, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Die Bitcoin-Dominanz ist hier Anfang 2022 eindeutig gestiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam dann ungefähr der Ethereum-Merge beziehungsweise der Hype drumherum. Und dort ist die Bitcoin-Dominanz nochmal gefallen. Auf jeden Fall hat sie hier eine langfristige Unterstützung bei ungefähr 40% und in den letzten Wochen ist es wieder deutlich gestiegen. Aber ich denke, ich werde hier kein Geheimnis verraten, wenn man sagt, dass die Altcoins dieses Jahr extrem schlecht gelaufen sind. Und das ist typisch für Bärenmärkte. Ich habe auch Juni, Juli, August ungefähr ein Video dazu gemacht, zu den typischen Fehlern im Bärenmarkt und meinte, dass man hier Altcoins auf jeden Fall vermeiden sollte.
Und wenn man sich jetzt vom letzten Bullenmarkt die Altcoins anschaut, also Solana, Polkadot und so weiter, die sind jetzt verglichen mit Bitcoin nicht so super gelaufen. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen, wie ich den Markt 2022 eingeschätzt habe und wie das insgesamt gelaufen ist. Ich meinte, man sollte vor allem in Bitcoin und die Emerging Markets investieren, und das habe ich natürlich auch selber gemacht. Und wenn man in Bitcoin nicht investieren möchte, dann eher in Gold als in Silber oder andere Edelmetalle. Und ich habe zum selben Zeitpunkt auch gesagt, wovon man auf jeden Fall die Finger lassen sollte, aus meiner Sicht. Das waren vor allem Altcoins und Immobilien. Und eher als neutral habe ich bewertet All Country World. Da war ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das mit der Inflation weiterläuft und mit dem Cash. Eine klare Fehleinschätzung war aus meiner Sicht Silber. Das ist deutlich besser gelaufen. Aus meiner persönlichen Sicht würde ich aber nicht sagen, dass man das irgendwie hätte vorhersehen können. Die restliche Einschätzung halte ich für durchaus gut. Vor allem, wenn man betrachtet, wie das Ganze gelaufen ist. Gold und Emerging Markets ist zum Beispiel deutlich besser gelaufen als All Country World, weil die westlichen Aktienmärkte einfach deutlicher nach unten gegangen sind. Die Einschätzung bei Bitcoin kann man jetzt eigentlich noch nicht wirklich bewerten, denn dazu müsste man den nächsten Bullenmarkt abwarten. Dass ich jetzt mit Bitcoin ein Stück weiter im Minus bin, zum Beispiel als All Country World, ist relativ normal, weil Bitcoin einfach viel volatiler ist. Das heißt nicht, dass es automatisch schlechter ist. Denn auf der anderen Seite haben wir ja auch mehr Volatilität nach oben. Das heißt, wenn der nächste Bullenmarkt kommt und ich dann 2021 bis 2024 beispielsweise All Country World outperformed habe, dann ist es trotzdem richtig gewesen, hier auch von mir aus bei 35.000 einzukaufen. Von daher würde ich insgesamt sagen, dass meine Einschätzung okay war. Sie war nicht super gut, also als Top-Analyst an der Bank komme ich vielleicht nicht durch. Na, obwohl, die machen es ja eigentlich auch nicht besser, vielleicht geht es auch doch. Aber auf jeden Fall ist es nichts, womit ich jetzt irgendwie groß unzufrieden sein sollte. Wenn du das Ganze anders siehst oder genauso siehst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Mich interessiert es mal wahnsinnig stark, wie sehr ihr mich einschätzt, denn ich kann mich selbst ja nur betrachten aus meiner eigenen Perspektive und nicht aus der Perspektive eines Zuschauers. Vielleicht siehst du das ja so, dass ich das hier ein bisschen zu kritisch sehe oder dass ich das zu sehr beschönige. Wenn du das so siehst, hau es bitte gerne in die Kommentare, würde mich wahnsinnig interessieren. Dann kommen wir zum letzten Punkt, und zwar YouTube. Wie war da unsere Performance? Denn wir waren ja dieses Jahr zum ersten Mal zu zweit, wir haben mehr Videos gemacht. Wie lief das Ganze? Nun, wir haben erstmal ein bisschen weniger Views gehabt, aber 2022 ist ja auch nicht um. Das heißt, wir haben plus minus null an den Anzahl der Aufrufe. Die Abonnenten, das freut mich ganz besonders, haben wir plus 82 gemacht. Letztes Jahr hatte ich minus 40. Das lag auch daran, dass ich erst diese Corona-Videos gemacht habe und dort natürlich auch noch Leute verloren habe, die sich für Wirtschaft nicht interessieren. Man muss hier natürlich auch festhalten, dass durch den glücklichen Zufall, dass ich bei diesem 21-Podcast eingeladen worden bin, dass hier 40 Abonnenten dazugekommen sind. Vielleicht auch ein paar mehr, das kann man immer nicht so genau sagen. Ansonsten wäre das hier nur plus 40. Trotzdem freue ich mich über jeden, der hier abonniert. Der Umsatz ist um mehr als 10% gestiegen. Wenn man sich überlegt, dass wir doppelt so viel Arbeit reinstecken, ist das tatsächlich nicht so viel. Aber man muss ja auch dagegenhalten, dass wir aktuell in einem Bärenmarkt sind und dass man dementsprechend auch weniger Aufrufe bekommt. Insgesamt hatten wir auch weniger Impressionen bisher. Es kann aber auch sein, dass wir das noch bis zum Ende des Jahres aufholen werden. Die Klickrate hat deutlich abgenommen. Auch das muss nicht unbedingt daran liegen, dass die Thumbnails schlechter geworden sind, denn das ist in etwa dafür ein Indikator. Das kann einfach auch daran liegen, dass in einem Bärenmarkt solche Videos einfach weniger geklickt werden, weil sich die Leute weniger interessieren. So, ich denke, ich habe jetzt alles transparent dargestellt. Für den Fall, dass du noch irgendwelche Fragen hast, gerne in die Kommentare. Wenn du das gut findest, dass wir das so transparent machen, würde mich das wahnsinnig freuen, wenn du hier ein Abo dalässt oder ein Like. Und ansonsten freue ich mich auf das Video nächste Woche. Da werde ich dann wieder einen Jahresausblick für das Jahr 2023 machen. Ich hoffe, du schaltest da ein. Bis dahin, ciao, ciao.